Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen, weiß der Beter vom Psalm 145 in den Versen 15 und 16. Und Jesus sagt im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 22 bis 24, sorgt euch nicht um das Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um den Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Vögel, sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie haben keinen Keller und keine Scheune und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Fragen, Anfragen, wie wir es halten im täglichen Leben. Fragen hat auch immer wieder Erich Fried gestellt, der heute seinen 100. Geburtstag feiern würde. Und in diesem Band Liebesgedichte vom Wagenbach Berlin Verlag, diese Quarthefte in Schwarz, gibt es ein Gedicht auf der Seite 16, Notwendige Fragen, die sich Fried eben gestellt hat. Das Gewicht der Angst, die Länge und Breite der Liebe, die Farbe der Sehnsucht im Schatten und in der Sonne. Wie viele Steine geschluckt werden müssen als Strafe für Glück und wie tief man graben muss, bis der Acker Milch gibt und Honig. Und dazu dieses Wort Jesus, sorgt euch nicht und schaut euch die Vögel an. Gott ernährt sie, obwohl die nicht die ganze Zeit hackeln und in Scheunen oder Keller sammeln. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Und gleichsam wissen wir aber, dass wir uns auch die notwendigen Fragen stellen müssen. Wie tief man graben muss, bis der Acker Milch gibt und Honig. Und im Spektrum der letzten Presse vom 30. April, wo eben eine ganze Doppelseite Erich Fried gewidmet ist, sind auch ein paar Gedichte abgedruckt, die, glaube ich, dazu passen. Wie schaut es aus? Wie viel Sorgen machen wir um unser Essen? Und meistens sind wir nicht nur satt, sondern dreisatt, übersatt. Und wie viel Sorgen und Fragen machen wir uns um das Essen von anderen Menschen, wo wir ja zwischendurch mal immer wieder Meldungen bekommen, dass noch so viele Menschen verhungern, dass so viele Menschen auf dieser Erde kein frisches Wasser haben. In der letzten Zeit, geschehen fast täglich Dinge, die ahnen lassen, es kann vielleicht wirklich die letzte Zeit sein. Vielleicht aber kommt es auf uns an, ob sie es ist oder nicht. Und drunter gegeben ein Gedicht übertitelt mit Dann wieder, was keiner geglaubt haben wird, was keiner gewusst haben konnte, was keiner geahnt haben durfte, das wird dann wieder das gewesen sein, was keiner gewollt haben wollte. Also er spielt natürlich da mit den Worten, aber dieses ja immer dann im Nachhinein schlauer sein und es sowieso immer von sich weg auf die anderen schieben, das haben uns ja Adam und Eva im Paradies schon vorgemacht, ja. Bis letztendlich dann die Schlange oder eigentlich letzten Endes Gott derjenige ist, der das Ganze verursacht hat, weil er ja die Schlange ins Paradies gesetzt hat. Also einen Schuldigen findet man immer, wenn man selber nicht sein will. Ich gebe euch noch ein Erich Fried Gedicht heute an seinem 100. Geburtstag, was ich schon von früher einfach kenne, vom letzten Jahrtausend, und was auch so
bedenkenswert ist, so wie dieses Wort Jesu heute, wie viel Sorgen machen wir uns um unser Essen? Oder der Psalmbeter, der weiß, wir sind von Gott gesättigt und vor allem mit Wohlgefallen gesättigt. Du sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Das finde ich auch genial. An welchem Wohlgefallen bin ich satt geworden gestern? Was ist für mich ein Wohlgefallen, an dem ich satt werden kann? Also das letzte Gedicht. Herrschaftsfreiheit. Zu sagen, hier herrscht Freiheit, ist immer ein Irrtum oder auch eine Lüge. Doppelpunkt. Freiheit herrscht nicht. Alles Gute für diesen Tag. Adieu.